Artikelnummer SCP-022 Objektklasse Euklid Sonderverwahrungsverfahren. Nach Zwischenfall 022-827 wurde eine Tresortür an SCP-022 angebracht, um dieses besser abzuschotten. Diese Tür muss zu allen Zeiten verriegelt sein, außer beim Erscheinen einer Instanz von SCP-022-1. Die ursprüngliche Tür von SCP-022 wurde während Zwischenfall 022-827 zerstört. Versuche, eine reguläre Tür als Ersatz anzubringen, sind fehlgeschlagen. Für die Überwachung von SCP-022-1 wurden mehrere Sicherheitskameras installiert. Sollte eine Instanz von SCP-022-1 erscheinen, ist sie beim Verlassen von SCP-022 mittels automatisierter Systeme sofort zu verbrennen. Im Anschluss ist die Tresortür zu entriegeln, um Aufräumteams den Zutritt zu gewähren. Sollte es nicht gelingen, die SCP-022-1-Instanz mittels des automatisierten Systems zu zerstören, werden geeignete Einsatzkräfte mit der Freigabe versehen, SCP-022 zu betreten und die Entität zu neutralisieren. Unter keinen Umständen darf ein lebender Mensch SCP-022 betreten, außer zu Testzwecken auf direkte Anordnung von Klasse 4 Personal. Personal der Klasse 4 ist es auch gestattet, das Gefangennehmen von SCP-022-1-Instanzen anzuordnen. Diese dürfen jedoch nicht aus der Verwahranlage von SCP-022 entfernt werden. Beschreibung: Bei SCP-022 handelt es sich um ein Leichenschauhaus im Keller des Krankenhauses in Großbritannien. Bis 1987 gibt es keine Aufzeichnungen über anormale Vorkommnisse im Leichenschauhaus. Die ersten Berichte über seltsame Aktivitäten wurden im November 1987 festgehalten. Das Gebiet wurde bald darauf von der Foundation unter Quarantäne gestellt, wobei eine offizielle Meldung veröffentlicht wurde, in der das Gebäude als reif für den Abbruch deklariert wurde. Die Ursache für das plötzliche Auftreten seiner seltsamen Eigenschaften wird weiterhin untersucht. In regelmäßigen Abständen öffnet sich ein zufälliges Schubfach und offenbart einen durch ein Leichentuch verdeckten Kadaver. Nach etwa 6 Minuten erwacht der Leichnam zum Leben und versucht, das Leichenschauhaus zu verlassen. Von diesem Zeitpunkt an wird der Leichnam als SCP-022-1 bezeichnet. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass der Leichnam zu beschädigt ist oder zu starke Verwesungserscheinungen aufweist, um SCP-022 erfolgreich zu verlassen oder überhaupt von der Pritsche aufzustehen, auf welcher er geruht hat. In diesem Fall windet und zuckt SCP-022-1 auf der Pritsche so lange, bis der Verfall eintritt. Sollte eine Instanz von SCP-022-1 verfallen, während sie auf der Pritsche verbleibt, gleitet diese zurück in das Schubfach, welches sich anschließend schließt. Laut Berichten kann im Anschluss an solch ein Ereignis der Geruch von verbranntem Fleisch wahrgenommen werden. Es ist bisher nicht bekannt, durch welche Kraft SCP-022-1-Instanzen animiert bleiben. Die beobachteten Exemplare atmen, essen und schlafen nicht und ihre Körper produzieren keine Wärme. Bei Untersuchungen von SCP-022-1, nachdem diese expirierten, konnten keine abnormale Organe oder Chemikalien gefunden werden. Es scheint sich um komplett menschliche Leichname zu handeln. Im Gegensatz dazu verfügen die Instanzen über körperliche Kräfte, die über das Normalmenschenmögliche hinausgehen. Obwohl sich das direkte Testen als problematisch erwiesen hat, schätzten die Forscher, dass etwa 500 Newton mehr Hubkraft geleistet werden kann, als man von einem menschlichen Körper in einem ähnlichen Zustand erwarten würde. Es wird momentan untersucht, ob dieser Effekt Folge der unbekannten Kraft ist, welche die Leichname animiert, oder ob es sich um ein eigenständiges Phänomen handelt. Wenn Körperteile von SCP-022-1 abgetrennt werden, bleibt der Teil mit der größten Masse animiert. Alle anderen Teile werden inert. Die Zerstörung des Kopfes oder des Gehirns neutralisiert SCP-022-1 nicht. Der Torso und die Gliedmassen bleiben animiert. Bei der vollständigen Gewebezerstörung scheint es sich um die einzige Methode zu handeln, welche in der Lage ist, Instanzen von SCP-022-1 erfolgreich zu terminieren. Instanzen von SCP-022-1 verfallen jedoch, sofern man sie in Ruhe lässt, nach einer Zeitspanne, welche sich am Schweregrad der Beschädigung orientiert, von selbst. Jede Form von Bewegung stoppt und sie erscheinen von dort an wieder wie herkömmliche Leichen. Bei einer Untersuchung wurde herausgefunden, dass die SCP-022-1-Leichname mit den Beschreibungen von Leichen übereinstimmen, welche im ganzen Land aus Leichenschauhäusern entwendet wurden. Ob und wie ein Transfer nach SCP-022 stattfindet, wird derzeit noch erforscht. Das Einbringen von Materie in SCP-022 hat sich bisher als unmöglich dargestellt. Jedes Objekt, welches SCP-022 betritt, verschwindet kurz nach dem Passieren der Tür spurlos. Dies beinhaltet unbelebte Gegenstände sowie Lebewesen. Siehe Anhänge 022-001 und 022-002 für weitere Informationen.
Solange eine Instanz von SCP-022-1 einen funktionierenden Mund, Zunge und Luftröhre besitzt, ist sie in der Lage, mit Forschern zu kommunizieren. Siehe Befragungsprotokoll 022-751 für weitere Details. Anhang 022-001. Es wurde beantragt, einen neuen Eingang zu SCP-022 zu schaffen, in dem ein Teil der Südwand entfernt wird. Antrag wartet auf Genehmigung. Anhang 022-002. Im Raum direkt oberhalb von SCP-022 wurde ein Haufen verschiedener Objekte entdeckt, welche scheinbar alles enthalten, was in SCP-022 geschickt wurde, mit Ausnahme von Menschen. Die Gegenstände wiesen allesamt starke Abnutzungserscheinungen auf oder waren komplett kaputt. Metallische Bestandteile waren mit einer dicken Rostschicht bedeckt und organisches Material befand sich in verschiedenen Stadien der Verwesung. Mehrere Versuche haben ergeben, dass die Zeitspanne zwischen dem Einbringen eines Objektes in SCP-022 und dem Erscheinen im Raum darüber genau 183 Sekunden beträgt. Wie bereits angemerkt, erscheinen Menschen nicht mit den übrigen Materialien. Es wird vermutet, dass diese stattdessen in die Leichenhalle integriert werden, um später als Instanzen von SCP-022-1 in Erscheinung treten zu können. Befragungsprotokoll 022-751. Jede der folgenden Befragungen beginnt auf die gleiche Weise. Die SCP-022-1-Instanz zeigt zunächst hysterisches Verhalten, bis es einem Mitarbeiter gelingt, es zu beruhigen oder zu fixieren. Diese Teile der Befragungen wurden im Folgenden weggelassen. Datum: März 1987. Befragt SCP-022-1-2. Befragungsleiter: Dr. Notizen. Bei SCP-022-1-2 handelt es sich um die zweite von der Foundation entdeckte SCP-022-1-Instanz. Die erste entdeckte Instanz wurde durch Agenten der Foundation zerstört. SCP-022-1-2 besaß den Körper eines asiatischen Mannes im Alter von etwa 54 Jahren. Seine Brust verfügte über den autopsietypischen Y-Schnitt. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Mein Name ist John. Was zum Teufel ist hier los? Das versuchen wir herauszufinden, John. Wie sind Sie in diesen Zustand gekommen? Ich weiß nicht. Ich fuhr mein Auto und war auf dem Heimweg. Egal. Ich bin gefahren und hatte einen Unfall. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin hier aufgewacht. Bitte, das muss... Also, Sie erinnern sich an einen Autounfall und dann sind Sie hier in der Leichenhalle aufgewacht? Haben Sie eine Ahnung, wie Sie hierher gekommen sein können? Ich bin nicht hier. Verstehen Sie es nicht? Das hier bin nicht ich. Ich bin nicht ich. Was meinen Sie mit, Sie sind nicht Sie? Zu diesem Zeitpunkt verfällt SCP-022-1-2 in starke Aufregung und muss körperlich zurückgehalten werden. Aufgrund der Kraftsteigerung der SCP-022-1-Instanzen waren hierzu 6 Agenten notwendig. Nachdem SCP-022-1-2 beruhigt werden konnte, wurde das Gespräch fortgesetzt. Würden Sie jetzt bitte erklären, was Sie meinten? Das bin nicht ich. Ich habe ein Spiegelbild gesehen. Im Metall. Ich bin kein altes asiatisches Arschloch. Das bin ich nicht. Nach der letzten Aussage begann SCP-022-1-2 seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Nachdem es durch weitere Fesseln daran gehindert wurde, schrie das Objekt für mehrere Stunden lang unverständlich, bevor er schließlich verstummte. Es versuchte sich noch für 6 weitere Tage aus den Fesseln zu befreien, obwohl es scheinbar die Fähigkeit zum Sprechen verloren hatte. Schließlich blieb das Objekt regungslos liegen. Während dieses Zeitraums schritt die Verwesung mit natürlicher Geschwindigkeit voran. Eine Untersuchung des Körpers nach diesem Gespräch konnte keine Todesursache feststellen, da viele der inneren Organe entfernt worden waren. Die einzige Verletzung, die nicht auf das Ergebnis einer früheren Operation oder Autopsie zurückzuführen war, war eine beschädigte Luftröhre. Datum: März 1988. Befragt SCP-022-1-5. Befragungsleiter: Dr. Notizen: SCP-022-1-5 animiert kurz nachdem D5619 in SCP-022 gesendet wurde und anschließend verschwand. SCP-022-1-5 hatte den Körper eines etwa 12-jährigen Mädchens, dem der rechte Arm und ein großer Teil des Rumpfes fehlte. Nach dem Vorfall mit SCP-022-1-3 wurden alle Instanzen von SCP-022-1 zunächst gefesselt und fixiert, bevor sie in Kontakt mit wertvollen Mitarbeitern kamen.
SCP-022-1-5 stellte keine Ausnahme dar. Bitte geben Sie Ihren Namen. Was hat der Bastard mit mir gemacht? Bitte geben Sie Ihren Namen an. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Wir haben Ihnen nichts getan. Jetzt nennen Sie bitte Ihren Namen. Ich weiß ganz genau, wer ich bin. Dann frischen Sie bitte mein Gedächtnis auf. Ich finde das Versuchskaninchen, das du gerade gefügt hast. Sag mir nicht, dass du mich vergessen hast, Dr. Arschloch. Sie sind D5619. In natura. Hör zu deiner Information, du Lappen. Mein Name ist... Redigiert. Jetzt mach es rückgängig. Du Hurensohn, verwandle mich verdammt nochmal zurück. An diesem Punkt stellte Dr. SCP-022-1-5 mehrere Fragen, um seine Identität zu überprüfen. Obwohl seine Identität als die von D5619 bestätigt wurde, konnte aus SCP-022-1-5 keine weiteren nützlichen Informationen gewonnen werden. Es wurde in einer Restzelle aufbewahrt, bis es 2 Tage später regungslos wurde. Nach 3 Wochen wurde der Körper von D5619 als SCP-022-1-7 animiert. In einer kurzen Befragung von SCP-022-1-7 behauptete es, eine 89-jährige Frau zu sein.